WinXX ermöglicht es, große Teile einer WinX7-Show in WinXX zu importieren. Welche Elemente und Funktionen importiert werden können, wird Ihnen beim Start der Importfunktion in einem Hilfefenster angezeigt. Da WinXX in vielen Bereichen grundsätzlich anders funktioniert als WinX7, wird ein vollständiger Import einer WinX7-Show nie zur Gänze möglich sein. Dieses Tutorial beschreibt die nötigen Arbeitsschritte, um eine WinX7-Show von einem Windows-PC auf einen Mac zu übertragen und in eine WinX-Show zu importieren. Windows und Mac OS basieren auf zwei völlig unterschiedlichen Speicherkonzepten. Daher ist es nicht ganz so einfach, eine WinX7-Show, die natürlich auf einem PC erstellt wurde, auf einem Apple-Gerät zu öffnen. Unsere Entwickler haben sich aber eine Lösung ausgedacht, um die beiden Systeme zusammenzubringen. Beginnen wir mit dem Arbeitsschritt auf dem PC in WinX7. Stellen Sie sicher, dass Sie WinX 7 1.0 oder höher verwenden. Sollten Sie eine ältere Version von WinX, zum Beispiel WinX 5, verwenden, können Sie sich auf der Webseite hdav.org im Bereich Downloads die kostenlose Demo von WinX 7 runterladen und Ihre ältere WinX-Show darin als WinX 7-Show neu abspeichern. Lassen Sie mit der Funktion Extras Projektdaten sichern ein Backup Ihrer WinX 7-Show in einem leeren Ordner erstellen. Wählen Sie in der Auswahl Ordnerstruktur wie im Pool erstellen, um alle Medien in einer sinnvollen Verzeichnisstruktur anzulegen. Schließen Sie Ihre WinX 7 Originalshow und öffnen Sie nun die WinX 7 Datei des Backups und starten Sie die Funktion Fehlende Dateien suchen und setzen Sie das Häkchen bei Auch vorhandene Dateien erneut suchen. Wählen Sie im Dialog für das erneute Suchen der Medien im Bereich Dann im folgenden Ordner suchen das Verzeichnis Ihres neu erstellten Backups aus. WinX 7 wird nun den neuen Speicherort Ihrer Medien im Backup aktualisieren. So kann WinX später die Verzeichnisse auf Mac OS richtig zuordnen. Kontrollieren Sie bitte, dass die Ausgabegröße des Screens mit dem Seitenverhältnis des Screens zusammenpasst. Klicken Sie unter dem Menüpunkt Media Pool auf die Funktion Dateieigenschaften aktualisieren. Speichern Sie die Show ab und beenden Sie WinX 7. Öffnen Sie den Windows Explorer und navigieren Sie in das Verzeichnis des Backups Ihrer WinX 7 Show. Markieren Sie mit der linken Maustaste das WinX 7 Show File und klicken Sie im Explorer auf den Befehl Pfad kopieren. Windows kopiert automatisch den Pfad der Datei in den Zwischenspeicher Ihres Computers. Erstellen Sie im Backup-Verzeichnis eine neue Textdatei, indem Sie mit der rechten Maustaste in die leere Fläche klicken. Neu Textdokument. Öffnen Sie das Textdokument und kopieren Sie mit STRG V den Pfad Ihrer WinX 7 Show in das Textdokument. Speichern und schließen Sie das Textdokument. Sie haben jetzt eine komplette Sicherung Ihrer WinX 7 Show und ein Textdokument mit dem letzten Pfad Ihrer WinX 7 Show in einem Ordner beisammen. Übertragen Sie diesen Ordner nun auf Ihren Mac. Öffnen Sie am Mac WinX X und klicken Sie auf Datei WinX 7 Show importieren. WinX X zeigt Ihnen nun in einem Hilfefenster alle Funktionen und Bereiche an, die in die WinX 7 Show übernommen werden können. Bestätigen Sie den Dialog mit OK und öffnen Sie im aufgehenden Explorer die gewünschte WinX 7 Show. WinX X fragt jetzt nach dem Pfad, den Ihre WinX 7 Show auf dem Windows-PC zuletzt hatte. Diesen Pfad können Sie dem zuvor erstellten Textdokument entnehmen und per STRG C, STRG V in die Ablage kopieren. WinX X öffnet Ihre WinX 7 Show. Kontrollieren Sie Ihre Show auf Vollständigkeit und ergänzen Sie die fehlenden Bereiche. Speichern Sie Ihre Show nun als WinX X Show ab.